Regenbogen-Toads, Baby Bros und sogar einige Referenzen, die nicht von dieser Welt sind. Seid ihr bereit für die Easter Eggs, die ihr im Super Mario Bros. Movie eventuell verpasst habt? Let's go! Der Super Mario Bros. Film beginnt mit einem brutalen Angriff von Bowsers Truppen auf das Eisreich der Pinguine. Die Pinguine selbst sind klassische Mario-Charaktere, die zum ersten Mal im genredefinierten Super Mario 64 auftauchten. Doch es ist Bowsers Armee von gefährlichen Bösewichten, die in dieser Szene das Rampenlicht stiehlt. Alle Arten von Koopas sind vertreten. Rot- und grünschalige Varianten, Paratroopers, Spinies und viele mehr. Der als Kamek bekannte Magi-Koopa führt die Armee an und dient als Bowser Stellvertreter. Während des restlichen Films läuft eine riesige Menagerie klassischer Mario-Bösewicht über den Bildschirm. Luigi kämpft gegen eine Horde untoter Knochentrocken, die auseinanderfallen und sich mit unheimlichen Klicks wieder zusammensetzen. Genau wie in den Spielen. Bowsers Gefängniswärter patrouillieren in fliegenden Koopa-Clown-Autos in seinem Versteck, worauf Cranky Kong später im Film anspielt, indem er ihnen sagt, sie sollen ihre Clownskrallen von ihm fernhalten. Es gibt Hammerbrüder, Goombas, Cheep Cheeps, Bloopers und natürlich auch ein paar Bomb-Oms. Es gibt so viele bekannte Mario-Feinde, dass selbst Bowser nicht alle Namen behalten kann. In einer Szene, in der er sich an seine Armee wendet, ruft er eine Gruppe von Stachis auf und weiß nicht mehr, wie sie heißen. Um ehrlich zu sein, kann man sie ziemlich leicht vergessen. Koopas! Koopas! Whatever those things are! Wir lernen die Mario-Brüder in Form eines albernen Werbespots kennen. Gedreht im Stil von Werbespots für kleine Unternehmen, zeigen sie Mario und Luigi in ihren kultigen Outfits und sprechen mit übertriebenen italienisch-amerikanischen Akzent. In einer Szene fliegen sie mit ihren gelben Umhängen, die sie sich um den Hals gebunden haben. Dies ist eine Anspielung auf die Umhänge, mit denen sie in Super Mario World fliegen und die Angriffe in der Super Smash Bros. Serie reflektieren. Diese Hintergrundgeschichte der Mario-Brüder als Klempner aus Brooklyn war zwar nie ein zentrales Element der Hauptspiele, ist aber seit langem ein fester Bestandteil der Serie. Die erste Version von der Super Mario Bros. Plumbing-Firma erschien in der Super Mario Bros. Super Show. Eine weitere Version taucht im Film von 1993 auf, in dem die Brüder einen Lieferwagen fahren, der dem im neuen Film sehr ähnelt. Sogar der Status der Mario-Brüder als vom Pech verfolgte Klempner kann als Verweis auf die früheren Versionen gesehen werden. Sowohl in der Supershow als auch im Realfilm von 1993 haben Mario und Luigi mit knappen Filmbudgets und harter Konkurrenz zu kämpfen. Nach dem Ende des Werbespots für Super Mario Bros. Plumbing zoomen wir heraus und sehen die echten Mario und Luigi in einer Pizzeria in Brooklyn. Das Schild an der Außenseite weist sie als Punch-Out-Pizzeria aus, eine Anspielung auf Nintendos geliebte Box-Serie. Im Inneren des Restaurants sind eingerahmte Bilder von vielen der verrückten Kämpfer aus der Punch-Out-Serie zu sehen. Darunter Boxer Glass Joe, der harte Kerl Bald Bull und der Protagonist Little Mac. Punch-Out ist nicht das einzige Spiel, auf das in der Pizzeria Bezug genommen wird. Es gibt auch einen Arcade-Schrank mit einem Spiel, das Donkey Kong von 1981 zu sein scheint. Marios erstes offizielles Spiel. Die Grafik an der Seite des Automaten weist ihn jedoch als Jumpman hin. Marios Name in der englischen Anleitung für das ursprüngliche Donkey Kong. Eine der tiefsinnigsten Anspielungen in The Super Mario Bros. Movie kommt in der Form von Spike, Marios und Luigis ehemaligen Chef, der sie in der Punch-Out-Pizzeria quält. Spike trägt einen Hut mit der Aufschrift Wrecking Crew, was nur der Name seiner Baufirma zu sein scheint. Doch in Wirklichkeit ist dies eine clevere Anspielung auf Marios frühere Tage. Wrecking Crew ist eine Subserie des Mario-Franchises, die mit einem 1984 erschienenen Arcade-Spiel begann. Die Zwei-Spieler-Version des Spiels, die an den Erfolg von Donkey Kong anknüpft, zeigt Mario und Luigi in verschiedenen actiongeladenen Baustellen-Levels. In der NES-Version von Wrecking Crew müssen sich die Brüder auch mit einem Antagonisten namens Foreman Spike auseinandersetzen, der eindeutig die Inspiration für die Filmfigur ist. Spike taucht auch in Wrecking Crew 98 auf, einem japanischen Exklusivtitel für das Super Famicom. Dieses Easter Egg funktioniert auf mehreren Ebenen. Spike ist in dem Film verärgert, weil Mario und Luigi seine Firma verlassen haben, um ihre eigene zu gründen. Das kann als Scherz darüber verstanden werden, dass die Mario-Serie viel populärer wurde als das ursprüngliche Wrecking Crew-Spiel oder dass Mario in seiner Donkey Kong-Zeit ein Zimmermann war, bevor er den Beruf wechselte und Klempner wurde. Viele Fans äußerten ihre Enttäuschung über die Besetzung von Chris Pratt als Mario in The Super Mario Bros. Und es gibt immer noch Leute, die es vorziehen würden, wenn ein anderer Synchronsprecher ausgewählt worden wäre, nämlich Charles Martinet. Er ist der Schauspieler, der Mario, Luigi, Waluigi und Wario in jedem größeren Spiel seit den 1990er Jahren die Stimme gegeben hat. Hello, I'm Mario. Let's make a pizza pie together. You go get some sausage. I'm gonna get some spaghetti. We put spaghetti in the sausage in the pizza. Martinet spielt in dem neuen Film zwar keine so große Rolle wie Pratt, stellt aber seine Talente für zwei Nebenfiguren zur Verfügung. Eine Figur namens Giuseppe, die zu Beginn des Films und kurz am Ende in der Pizzeria als Jumpman zu sehen ist, wird von Martinet gesprochen. In dieser Rolle kann er einigen klassischen Mario-Sprüchen und Geräuschen seinen eigenen unvergesslichen Stempel aufdrücken und den Film mit seinem kultigen Wahoo abschließen. Diese zweite Figur hat zwar nicht so viele erkennbare Mario-Soundbites, allerdings ist es eine clevere und absolut passende Besetzung. Schließlich war Martinet jahrzehntelang dafür verantwortlich, die beiden Figuren zum Leben zu erwecken. It's me, Mario! Hallo!
Marios Filmschlafzimmer ist eine Fundgrube für Nintendo Easter Eggs. Das offensichtlichste ist die Nest, die an seinen Fernseher angeschlossen ist und auf der wir ihn Kid Icarus spielen sehen. Leider stirbt er in dem Spiel ziemlich schnell, was den berüchtigten Game-Over-Bildschirm I'm Finished hervorruft. Das ist aber bei weitem nicht die einzige Referenz. Auf seinem Fernseher steht ein Modell des Airwing, des Raumschiffs, das von den Hauptfiguren der Star Fox-Spiele geflogen wird. Zahlreiche andere Retro-Nintendo-Spiele werden auf den verschiedenen Postern erwähnt, die Marios Wände schmücken. Eines mit der Aufschrift Falcon zeigt ein Bild des blauen Falken, eines Fahrzeugs, das von Captain Falcon in den futuristischen F-Zero-Rennspielen geflogen wird. Auf einem anderen Poster mit der Aufschrift Cool ist ein aufrechter Eisbär mit Sonnenbrille abgebildet. Ein Gegner aus dem NES-Spiel Ice Climber. Andere NES-Spiele, auf die sich die Poster zu beziehen scheinen, sind Kung Fu und Spy Hunter. Da Mario die berühmteste Nintendo-Figur ist, ist es nur logisch, dass sein Zimmer mit Anspielungen auf andere Spiele des Unternehmens gefüllt ist. Mario wird von einer Fernsehnachricht aus seinem Zimmer geholt, in der eine Überschwemmung in Brooklyn gemeldet wird. In der Sendung ist eine Version von Bürgermeisterin Pauline zu sehen, einer Figur mit einer langen Geschichte in der Mario-Reihe. Die versucht, die Öffentlichkeit zu beruhigen, während sie mit einem Reporter spricht. Pauline ist sogar noch älter als Mario selbst, denn im ursprünglichen Donkey Kong Arcade-Spiel ist sie es, die gerettet werden muss, nicht Prinzessin Peach. Sie kehrt auch als Charakter in den Mario vs. Donkey Kong-Spielen zurück. Im Nintendo Switch-Hit Super Mario Odyssey betritt Pauline die moderne Zeitlinie des Franchises als Bürgermeisterin von New Donk City, eine von Mario veränderte Version des Big Apple. In den meisten ihrer Inkarnationen trägt Pauline rot und hat dunkles Haar. In Odyssey tauscht sie ihr übliches Kleid gegen einen auffälligen roten Anzug aus, während sie ihr Amt als Bürgermeisterin ausübt. Diese Version der Figur ist auch im Super Mario Bros. Film im Fernsehen zu sehen. Als Mario und Luigi versuchen, bei der Überschwemmung in Brooklyn zu helfen, werden sie in einen sehr tiefen und sehr alten Teil der New Yorker Kanalisation gezogen. Dort stoßen sie auf die ikonische grüne Warp-Röhre, die sie in das Pilzkönigreich zieht. Dieser Teil der Kanalisation kann als Easter Egg angesehen werden, denn er erinnert an den Schauplatz des ursprünglichen Arcade-Spiels Mario Bros. In der Geschichte des Spiels beheben Mario und Luigi Probleme in der Kanalisation von New York City, als sie plötzlich von verschiedenen Monstern angegriffen werden, die aus grünen Röhren auftauchen. Ein passender Ort, um ihr Abenteuer zu beginnen, denn er wurde von dem Spiel inspiriert, das den offiziellen Startschuss für das Mario-Franchise gab. Jeder, der schon mal ein Mario-Spiel gespielt hat, weiß, dass Luigi ein ziemlicher Feigling ist. Luigis Vorliebe für Angst wurde in der Luigi's Mansion-Spieleserie weitergeführt, die in der Super Mario Bros. Film ihre eigene kleine Referenz erhält. There's no escape. The only hope is the sweet relief from death. Als Luigi zum ersten Mal in den sogenannten dunklen Landen ankommt, findet er sich in einem gespenstischen Wald wieder, der von den Knochentrocken heimgesucht wird. Es sind zwar keine echten Geister oder Herrenhäuser in Sicht, doch es gibt ein paar direkte Anspielungen auf diese Spiele. Luigis ständiges Herumfuchteln mit seiner Taschenlampe ist direkt aus den Spielen entnommen. Ebenso wie die zitternde Art, mit der er immer wieder den Namen seines Bruders ruft. Die ersten Minuten nach Marios Ankunft im Pilzkönigreich sind vollgepackt mit Referenzen und Easter Eggs. Neben Toad und den vielen Riesenpilzen gibt es in dem bewaldeten Gebiet, in dem Mario landet, einige besondere Anspielungen auf die Spiele. Mario tritt auf mehrere Pünktchen, käferähnliche Kreaturen, die dafür bekannt sind, in Truppen zu reisen. Außerdem gibt es einen großen Heki, der einen erkennbar mürrischen Gesichtsausdruck hat. Sobald Mario und Toad in der Stadt angekommen sind, tauchen die Referenzen an dem Pilzkönigreich richtig auf. Es gibt Münzblöcke, die Toads wie Geldautomaten benutzen, es gibt bewegliche Plattformen, Power-Up-Symbole und die klaren Warp-Röhren aus Super Mario 3D World. In einer Szene sieht man die Markise eines Crazy Cap-Ladens aus Super Mario Odyssey. In einem anderen ist ein antiker Laden zu sehen, der mit Oldschool-Gegenständen gefüllt ist, darunter P-Schalter, Musikboxen, Zaubertränke und mehr. Ein Toad wird gezeigt, wie er einen Cheep-Cheep in einer Plastiktüte wie ein Fisch als Haustier mit sich führt. Es gibt sogar eine Anspielung auf die gängige Taktik, alte NES-Kartuschen zum Laufen zu bringen. Und natürlich ist das Schloss von Peach das Kronjuwel. Das allgemeine Aussehen und der Aufbau des Schlosses sind den Videospielen treu geblieben. Und es gibt sogar einige Bilder von fernen Ländern direkt aus Super Mario 64. Einer der kultigsten Teile der Super Mario Hauptspiele ist die Weltkarte. Sie nimmt in den verschiedenen Teilen unterschiedliche Formen an, aber die Idee bleibt die gleiche. Sie ist eine visuelle Darstellung der verschiedenen Länder, Königreiche oder Galaxien, die Mario durchqueren muss. In der Super Mario Bros. Film gibt es mehrere Beispiele für die Weltkarte. Eine erscheint in Peach Thronsaal, eine andere traditionelle Karte der gleichen Königreiche erscheint später in Donkey Kongs Haus. Auch wenn der Film nicht viel Zeit in jedem der bekannten Gebiete aus den Spielen verbringt, bekommen wir doch Einblicke in die meisten von ihnen. Mario, Peach und Toad durchqueren mehrere in einer einzigen Montage und besuchen die schwebenden, umgedrehten Pyramiden des Wüstenlandes, die nebligen Klippen eines Himmelsreichs, eine grasbewachsene Welt mit einer Super Mario 64-Kanone und sogar Yoshis Insel, die, wie zu erwarten, voller Yoshis ist.
Natürlich sind Power-Ups die Hauptquelle für Marios Stärke in den Videospielen. Doch er und seine Verbündeten haben auch einige angeborene Fähigkeiten, die ihnen immer zur Verfügung stehen. Diese sind auch im der Super Mario Bros. Film vertreten. Prinzessin Peach zeigt einige klassische Mario-Bewegungen, während sie das Trainingslevel meistert, durch das sie Mario schickt. Watch and learn. Dazu gehören das Springen von Wand zu Wand, das Abprallen von Kugelwillis, um zusätzliche Höhe zu gewinnen, und das anmutige Schweben, um ihren Fall in der Luft zu verlangsamen. Eine Technik, die Peach in vielen Mario-Spielen einzigartig macht. Später, während sie auf dem Höhepunkt des Films mit Donkey Kong gegen Bowsers Schergen kämpft, führt Mario einen makellosen Bodenschlag aus. Es sind diese kleinen Details, die zeigen, mit welcher Liebe zum Detail der Super Mario Bros. Film gemacht wurde. Und der ganze Film macht den Fans viel mehr Spaß, weil er sie enthält. Es gibt so viele beliebte Super Mario Spiele, dass es sich wie eine unmögliche Aufgabe anfühlt, einige über andere zu stellen. Die Super Mario Galaxy Spiele gehören jedoch definitiv zur Spitzengruppe. Und der Super Mario Bros. Film scheint ihnen zuzustimmen. Im gesamten Film gibt es zahlreiche Referenzen zu den Wii-Spielen. Am offensichtlichsten ist Lumalee, die beunruhigend fröhliche und nihilistische Figur, die in Bowsers Kerker auftaucht. In den Mario Galaxy-Spielen sind die Lumas eine sternförmige Rasse von freundlichen, süßen Wesen, die Mario auf seiner Reise helfen. Lumalee ist der Name für eine bestimmte Art von Luma in den Spielen, die Mario Gegenstände im Tausch gegen Sternenbits, eine Art Währung, verkaufen. Lumalee ist nicht die einzige Anspielung auf Galaxy. Als Mario und Luigi zu Beginn des Films versuchen, ein Waschbecken zu reparieren, sieht man einen ihrer reichen Kunden, der ein Buch mit dem Titel Galaxy liest. Auf dem Buch ist ein Bild von einem winzigen Planeten aus den Spielen abgebildet. Später taucht Peach auf und macht eine mehr oder weniger deutliche Anspielung auf die Serie. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies. Es gibt viele Toads im Pilzkönigreich, doch einige stechen mehr hervor als andere. In der Super Mario Bros. Film gibt es alle verschiedenen Toad-Farben, die die Fans aus den Spielen kennen, sowie ein paar mit etwas mehr Hauptcharakterenergie. Es überrascht nicht, dass der erste von ihnen der Haupttoad ist, der von Keegan-Michael Key gesprochen wird. Obwohl er im Film immer nur Toad genannt wird, hat er einen riesigen Rucksack, der an den beliebten Schatzsucher Captain Toad erinnert. Captain Toad tauchte zum ersten Mal in den Super Mario Galaxy Spielen auf und hat sich seitdem zu einer festen Größe und dem wichtigsten Toad der Reihe entwickelt. Er hat sogar sein eigenes Spiel bekommen. Wenn es einen weiteren Mario Film geben sollte, könnte der Toad aus dem ersten Film vielleicht offiziell den Rang eines Captains erhalten. Der andere bemerkenswerte Toad in der Super Mario Bros. Film ist der bebrillte Berater von Prinzessin Peach. Diese Figur scheint ein Ersatz für Toadsworth zu sein, den älteren Butler Toad, der Peach in vielen Spielen zur Seite steht. Das Aussehen der Filmfigur ist jedoch völlig falsch. Abgesehen von der Brille und der allgemeinen Toadform haben die beiden nichts gemeinsam. Während Toadsworth braune Flecken, einen Bart und einen Spazierstock hat, ist die Figur im Film violett-blau und wirkt viel jünger. Sein Aussehen ähnelt vielmehr den Hint-Toad aus den moderneren Spielen. Und beide Figuren dienen wahrscheinlich als Inspiration. Um zu verdeutlichen, wie sehr Mario seinen kleinen Bruder immer beschützt hat, sehen wir in einer niedlichen Rückblende, wie Luigi als kleiner Junge eine Burg aus Bauklötzen baut. Als sein Rüpel kommt und die Burg zerstört, springt Mario ein, um den Bösewicht zu verjagen und seinen Bruder aufzumuntern. Es ist ein süßer Moment, in dem der Film auch das Design von Baby Mario und Baby Luigi aus den Spielen aufgreift. Obwohl sie technisch gesehen nur jüngere Versionen der Brüder sind, haben sich Baby Mario und Baby Luigi praktisch zu eigenständigen Charakteren entwickelt. Sie haben in einigen Spielen wie Yoshi's Island mitgespielt und waren 2005 in Mario und Luigi zusammen durch die Zeit, gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern zu sehen. In der Mario Kart-Reihe und einigen Mario-Sportspielen sind die Babys separat auswählbare Charaktere. Der Film gibt uns auch einen kurzen Einblick in Baby Peach und ihre mysteriöse Ankunft im Pilzkönigreich. Wie Baby Mario und Baby Luigi ist auch Baby Peach in mehreren Spielen eine eigenständige Figur. Eine der kuriosesten Ergänzungen zu Bowsers Charakteren in der Super Mario Bros. Film ist seine Vorliebe für musikalische Darbietungen. Bei zwei verschiedenen Gelegenheiten sehen wir den alten König Koopa, wie er in die Tasten haut und eine Liebesballade für Prinzessin Peach anstimmt. Das ist zwar kein Easter Egg, scheint aber eine klare Referenz an eine lange Karriere des Synchronsprechers Jack Black als Musiker des Comedy-Rock-Duos Tenacious D zu sein. In diesen Szenen gibt es jedoch ein spezielles Mario-Easter Egg. Auf dem Flügel, auf dem Bowser spielt, ist Ludwig von Koopa eingraviert. In den Spielen ist Ludwig das älteste Mitglied der Koopalings, natürlich benannt nach Ludwig van Beethoven. Was wäre ein Super Mario-Film ohne Power-Ups? Zum Glück müssen wir das nicht herausfinden, denn der neue Film ist voll von ihnen. Mehrere Figuren, darunter Peach und Donkey Kong, verwenden Feuerblumen. Peach verwendet eine Eisblume, um Bowser im Endkampf einzufrieren. Marios erstes Power-Up ist natürlich ein normaler Superpilz. Eine Ironie, wenn man bedenkt, dass er im Film eine Abneigung gegen Pilze hat. Wie in den Spielen macht ihn der Pilz größer und stärker. Das erste, was er tut, nachdem er einen gegessen hat, ist, einen Ziegelsteinblock zu zerbrechen. Das ist eine nette Idee, denn diese Blöcke kann man in den Spielen nur zerbrechen, wenn man Super Mario ist. In seinem Kampf mit Donkey Kong wird Mario zu Katzen Mario. Ein neueres Power-Up aus den Spielen.
Wie in Super Mario 3D World verfügt Katzen Mario über bessere Reflexe, scharfe Krallen und eine mächtige Sturzbombenattacke, mit der er DK erledigt. Für den letzten Kampf erhält Mario sein berühmtes Tanuki-Suit-Upgrade aus Super Mario Bros. 3. Mit diesem Upgrade kann er fliegen und einen Schwanzpeitschenangriff ausführen. Verschiedene Charaktere bezeichnen ihn in dieser Form sowohl als Waschbär als auch als Bär, was eine subtile Anspielung auf die Ursprünge des Power-Ups ist. Der Tanuki-Anzug ist von dem japanischen Waschbärenhund inspiriert und stellt eine leichte Verbesserung gegenüber dem Waschbären-Mario-Power-Up in den Spielen dar. Obwohl Bowser der Hauptbösewicht in der Super Mario Bros. Filme ist, bekommen wir einen ordentlichen Teil der noch älteren Rivalität zwischen Mario und Donkey Kong zu sehen. Mario kämpft gegen Kong, um Kongs Armee auf Peachs Seite zu bringen. Und ihr Duell findet in einer Arena statt, die an die Baustellen im Original Donkey Kong erinnert. Auch hier gibt es einige tiefere Einblicke. In den Spielen ist Cranky Kong kanonisch gesehen der Donkey Kong aus dem Original Donkey Kong. Sein Sohn ist in dieser Zeitlinie Donkey Kong Jr., der Star der gleichnamigen Fortsetzung. Der Donkey Kong, den die Fans aus der Donkey Kong Country-Reihe kennen und lieben, ist eigentlich Crankys Enkel. Doch der Film vereinfacht diese Genealogie geschickt, indem er den Haupt-DK stattdessen zu Crankys Sohn macht. Trotzdem ist es passend, dass Cranky bei dem Kampf anwesend ist, da er der Erste war, der in den Spielen gegen Mario antrat. Mario ist zwar vor allem durch seine eigenen Spiele bekannt, aber auch durch seine Auftritte in der beliebten Super Smash Bros. Serie. Passenderweise finden einige bekannte Moves aus diesen Spielen auch ihren Weg in der Super Mario Bros. Film. Mario setzt mehrmals seinen schwingenden Sprungschlag ein, vor allem in seiner Trainingsmontage gegen eine Pappfigur von Bowser. Diese Bewegung ist seit Jahrzehnten Teil des Smash Kits, und zwar in Form seines Vorwärts-Luftangriffs. Donkey Kong setzt auch einige seiner eigenen Smash-Attacken in seinen Kampf gegen Mario ein, darunter seine Spezialattacke nach unten, bei der er Gegner wiederholt auf den Boden unter sich schlägt. Außerdem setzt er seinen Vorwärts-Smash-Angriff ein, der die Form eines riesigen Klatschens hat. Mario setzt außerdem seinen eigenen patentierten Super-Jump-Punch ein. Und DK zeigt an verschiedenen Stellen seinen Riesen-Punch, um ihre Angriffe abzurunden. Cranky Kong und Donkey Kong sind die wichtigsten Kongs in der Super Mario Bros. Film. Aber sie sind nicht die einzigen. Während DKs Duell mit Mario sieht man eine Reihe anderer Figuren aus dem Donkey Kong Country spielen, die ihren Freund anfeuern. Diddy Kong, Dixie Kong und Chunky Kong sitzen bei diesem Ereignis nebeneinander. Und Diddy wird sogar namentlich aufgerufen. Später sieht man Funky Kong in einem Kart hinter Mario auf der Rainbow Road fahren. Donkey Kongs erster Auftritt ist auch mit dem DK Rap unterlegt, den seine Fans in der Menge zu singen scheinen. Die alberne Melodie tauchte zum ersten Mal in Donkey Kong 64 auf. Und eine beschwingtere Version wird in der Super Smash Bros. Melee Stage Kongo Jungle gespielt. Das gesamte Gebiet des Dschungelkönigreichs im Film lehnt sich stark an die Donkey Kong Country Spiele an. Die mit Hängematten geschmückten und mit Bananen vollgestopften Strandhütten der Kongs tauchen in zahlreichen Teilen der Serie auf. Mario Kart ist wohl die beliebteste Subserie der Super Mario Reihe und es ist nur logisch, dass sie auch im Film eine wichtige Rolle spielt. Um das Konzept der Go-Karts mit Superkräften in den Rest der Geschichte einzubinden, stellt der Film die Karts in den Mittelpunkt der Kong-Gesellschaft, was ziemlich gut funktioniert. Mario, Peach und Toad können ihre eigenen Go-Karts in einer riesigen Garage der Kongs entwerfen, in der es viele Anspielungen auf die Spiele gibt. Zusätzlich zur Musik bauen die Charaktere ihre Karts mit drei Schiebereglern, mit denen sie die Basis, die Räder und den Gleiter auswählen. Dies ähnelt sehr der Art und Weise, wie man ein Kart in den letzten Super Mario Kart Spielen konstruiert. Marios Fahrzeug ist eine leichte Variation seines klassischen roten Karts aus den Spielen. Peach zieht ihren Bikeranzug aus der Serie an und fährt ein passendes rosa Motorrad, das erstmals in Mario Kart Wii eingeführt wurde. Die Rennszenen enthalten auch viele Manöver aus Mario Kart, wie zum Beispiel das Springen in Drifts, Gleiterabschnitte und Schwerelosigkeitsabschnitte, bei denen die Schweberäder zum Einsatz kommen. An einer Stelle nimmt Mario sogar eine Streckenabkürzung. Die Charaktere greifen sich mit Bananenschalen, grünen Panzern und den immer gefürchteten blauen Panzer an. Und natürlich findet die gesamte Koopa-Verfolgungssequenz auf der Regenbogenstraße statt, der berühmtesten Strecke aus den Spielen, die in jedem Teil vorkommt. Neben den üblichen Bösewichten wie den Koopa Troopers und Goombas tauchen in der Super Mario Bros. Film auch einige größere Feinde aus der Serie auf. Nachdem sie von der Regenbogenstraße gesprengt wurden, landen Mario und Donkey Kong im Wasser und werden von einem riesigen roten Aal verschlungen, der in den Spielen als Stachelaal bekannt ist. Diese riesigen Kreaturen tauchen zum ersten Mal in Super Mario 64 auf und sind seither nicht mehr wegzudenken. Gegen Ende des Films wirft Bowser einen Bomber-Kugel-Willi ab, um das Pilzkönigreich zu zerstören, was Mario geschickt verhindert. In den Spielen als Riesenkugel-Willi bekannt, tauchten diese riesigen Kugel-Willi erstmals in Super Mario World auf und begannen Mario zu quälen. Aufgrund ihrer enormen Größe sind sie in den 2D-Spielen der Serie häufiger anzutreffen, da man ihnen nicht einfach ausweichen kann, indem man sich zur Seite bewegt. Der Bomber-Kugel-Willi im Film scheint eine verbesserte Version zu sein, da er Mario mit beängstigender Genauigkeit anvisiert. Mario ist nicht gerade ein Franchise, das für seine Dialoge bekannt ist, aber der Film schafft es trotzdem, einen Haufen ikonischer Sätze einzubauen. Der rote Klempner lässt jede Menge Wahoo, Mamma Mia und It's-a-Me los.
ebenso wie die von Charles Martinet gesprochenen Figuren. Auch Let's Go und Here We Go tauchen auf, wobei letzteres dieses Mal von Peach statt von Mario gesprochen wird. Und dann sind da noch die Meme-Lines. Als Mario zum ersten Mal versucht, das Schloss von Prinzessin Peach zu betreten, um mit ihr zu sprechen, weigern sich die Todwachen, ihn einzulassen. Sie sagen, ziemlich sarkastisch, unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Das ist eine Anspielung auf den berüchtigten Satz aus dem Originalspiel Super Mario Bros. Und natürlich besteht Donkey Kong während seines Kampfes mit Mario darauf, dass es wie bei Donkey Kong zugeht. Ein Spruch, der in den Spielen nie ausgesprochen wird, aber dennoch sofort erkennbar ist. Marios Schlafzimmerdekoration ist nicht die einzige Anspielung auf andere Nintendo-Spiele in der Super Mario Bros. Film. Die Filmversion von Brooklyn ist voller Retro-Easter Eggs. Darunter eine Autowaschanlage mit dem Balloon Fight Kind auf dem Schild, ein Reisebüro, das auf Super Mario Sunshine verweist, und ein Lastwagen mit dem originalen Nintendo-Star Mr. Game & Watch auf der Seite. Außerdem gibt es im Film einige Anspielungen auf Duck Hunt. Ein Restaurant, das im Hintergrund der Szene in Brooklyn zu sehen ist, heißt Shaw's au Canard, was aus dem Französischen grob mit Entenjagd übersetzt werden kann. Und dann ist da noch der temperamentvolle Hund namens Francis, der Mario und Luigi zu Beginn des Films angreift. Obwohl es sich eindeutig um eine andere Rasse handelt, hat Francis die gleiche Farbe wie der ähnlich wütende Hund aus Duck Hunt und könnte als Anspielung verstanden werden. Alternativ könnte Francis auch eine Anspielung auf Shigeru Miyamotos berüchtigte Begegnung mit einem wütenden, angeketteten Hund sein, die ihn auf die Idee für Marios Kettenhund Feind brachte. Spiele sind nicht die einzigen Nintendo-Produkte, auf die in der Super Mario Bros. Film Bezug genommen wird. Es gibt auch eine Reihe von Easter Eggs, die mit den verschiedenen Spielesystemen des Unternehmens zu tun haben. Während des Kampfes zwischen Mario und Donkey Kong ist ein Kong in der Menge zu sehen, der ein 64T-T-Shirt trägt. Eine Anspielung auf das Nintendo 64. Als Luigis grünes Handy zu klingeln beginnt, erkennen die Fans den Klingelton vielleicht als eine Variante des GameCube-Start-Jingles. Eine der bizarreren Anspielungen ist ein Laden namens Diskun, dessen Schild eine niedliche Diskettenfigur zeigt. Dies ist eine Anspielung auf Diskun, das Maskottchen von Nintendos Famicom Disk System Console. Das größte Easter Egg im Film ist natürlich Marios originales Nintendo Entertainment System, auf dem er Kid Icarus spielt. Die klotzige graue Box und die Controller sind originalgetreu nachgebaut. Allerdings ist es traurig zu wissen, dass er Super Mario Bros. Nicht auf diesem System spielen kann. Der Super Mario Bros. Film übernimmt viele Handlungsstränge aus der Super Mario Odyssey, einschließlich Bowsers Plan, Prinzessin Peach zu zwingen, ihn zu heiraten. Für die Hochzeit trägt er denselben auffälligen weißen Smoking und Zylinder wie aus dem Spiel und bietet ihr denselben furchterregenden Strauß aus winzigen Piranha-Pflanzen an. Wenn ihr kurz vor Beginn der Hochzeit einen Blick auf die Kirchenbänke werft, werdet ihr vielleicht ein paar illustre Gäste entdecken. König Bombomb, der erste Endgegner in Super Mario 64 und später ein fester Bestandteil der Mario Party-Reihe, ist zu sehen, wie er den Gang hinauf zu seinem Sitz in der Nähe der Stirnseite schreitet. Als er sich hinsetzt, stößt er versehentlich gegen eine grüne Koopa-Hülle und lässt sie zwischen sich und der Bank hin und her hüpfen. Dies ist eine clevere Anspielung auf die immerwährende Begegnung der grünen Panzer in der Mario Kart-Reihe. Ebenfalls anwesend sind König Boo, der seine eigene glänzende Krone trägt, und ein Vorschlagbruder, eine schwerfällige Hammerbruder-Variante aus den Spielen. Offensichtlich hat Bowser all seine engsten Freunde eingeladen. Der Super Mario Bros. Film endet mit einem spannenden Kampf zwischen Mario, Luigi und Bowser. Zurück in Brooklyn nach einigen Blödsinnigkeiten mit der Warp-Röhre machen sich die beiden Brüder die Macht des Superstars zu eigen, um immense Kräfte freizusetzen. Wie in den Spielen werden sie durch die Berührung des Sterns unbesiegbar und können König Koopa und seine Lakaien mit Leichtigkeit besiegen. Die Musik des Sterns läuft im Hintergrund und sie führen sogar den Armlauf aus, den Mario in den neueren Spielen ausführt, wenn er aufgeladen ist. Alright, let's go. Allerdings entspricht nicht alles an dieser Schlussszene der Vorlage. Wenn ihr bereits die Spiele gespielt habt, wisst ihr, dass die Unbesiegbarkeit eines Sterns es unmöglich macht, von Feinden abzuprallen. Stattdessen rasen Mario und seine Freunde einfach direkt durch sie durch. Mario und Luigi können aber immer noch von einigen Kugelwillis im Kampf auf dem Höhepunkt des Films abprallen. Vielleicht sind einige Gegner in dieser Version von Marios Welt einfach stärker.